So, lass mal gucken. Ich denke, hier in der Ecke ist das ganz gut. Ja, jetzt ist es immer ganz schattig, das ist besser. Ja. Da bleibt es kühl. Ja. Den, ich denke, stell mal die Tonne hier hin. Und dann am besten einfach einmal außen rum. Ich denke auch hier. Ne? Guck mal, hier mit den Bäumen, das passt ganz gut. Ne? Okay. Ja, dann lass mal machen. Steckst du mal einmal außenrum ab, dann haben wir das Maß. Mhm. Ne? Dadurch, dass du Gemüse, Kartoffeln, Äpfel, alles unter die Erde bringen kannst quasi, nimmt es die Erdfeuchte an und das bleibt wunderbar lange frisch. Die beiden arbeiten am liebsten mit alten Dingen. Anstatt sie wegzuwerfen, nutzen sie sie für neue Ideen. Zum Bau des Erdkellers wird die Trommel von einem alten Wäschetrockner aus Edelstahl verwendet. Die ist rostfrei, das ist der große Vorteil. Und hat Löcher, sodass die Erdfeuchtigkeit auch rein kann. Und die vergraben wir in der Erde. Und zwar so, dass sie ein kleines Stück noch rausguckt, damit der Deckel oben dicht abschließt. Der darf nicht auf der Erde liegen, sondern der muss auf der Tonne liegen. Wie tief muss denn das Loch am Ende ungefähr sein, damit es richtig durchkühlt unten? Du, das siehst du hier auch an der Trommel. Also ich denke mal so 60 cm. Hauptsache es ist eben erdkühl und dunkel durch den Deckel. Und dann reicht das auch. So. Guck mal, das sieht doch gut aus. Ja, hier passt es jetzt auch. Ja. Also das hier mit dem Bauen und dem Umgang hier mit den ganzen Werkzeugen, das habe ich eben gelernt, weil ich schon so ungefähr vorm Schnuller einen Hammer in die Hand gekriegt habe. Und schon seitdem ich laufen kann, immer bei meinem Vater mitlaufe und hier überall mitarbeite und anpacke. Und seitdem habe ich das eben schon lange gelernt. Jetzt liegt der Deckel auch nicht mehr auf dem Rasen. Genau. Ja, das sehr ist schön. Dann können wir es noch, können wir's lassen. Ja, noch an den Rand ein bisschen Sand, damit das fest sitzt. Genau. Und dann sind wir fertig. Ja. Gut. So, es kommt noch ein bisschen Sand unten rein, ja, damit keine Würmer von unten da durch die Löcher kommen. Ja, die mögen nämlich keinen Sand. Ne? Nee. Und das hält das Ganze so ein bisschen feucht. Ja, das reicht schon fast, ja, oder? Jetzt müssen wir eigentlich den Rand hier noch ein bisschen sauber kratzen, damit da nichts reinkrabbeln kann. Ja, das macht der Deckel. Der Deckel liegt nachher drauf und hält das ja dicht. Ne? Im Erdkeller bleiben die ersten Möhren aus Sabines Gemüsegarten lange frisch.